Hallo, wir zeigen euch heute, wie wir aus alten Hemden noch eine coole Hose nähen. Und zwar ist das eine sogenannte Bali-Hose. Ich nähe die Fisherman's Pants oder wie auch immer die sind. Bali-Hose nennt es Burda. Ich habe einen Burda-Schnitt dafür und zwar habe ich den mal kostenlos runtergeladen. Das war so eine Aktion von Burda. Im Moment kostet er, glaube ich, 99 Cent. Ich mache euch den Link zum Burda-Schnitt in die Infobox. Da war auch gar kein richtiger Schnitt dabei, sondern mehr so eine Schemazeichnung. Ich habe dann diese Schemazeichnung auf eine Zeitung übertragen. Ich habe die Hose auch schon mal genäht, aber sie war mir doch an der Hüfte etwas eng. Deswegen werde ich jetzt hier mit 5 cm mehr im Stoffbruch, also insgesamt pro Teil dann 10 cm und ganz um die Hüfte rum sind sie dann 20 cm mehr zuschneiden. Das geht bei der Hose ganz gut, weil die am Ende mit so einem, ich sage es mal, Bändel zusammengebunden wird. Und da ist es eigentlich ein bisschen egal. Ich finde, die kommt einfach besser, wenn sie weit ist. Deswegen werde ich jetzt mit meinem Aquatrick-Marker die Kontur der Hose anzeichnen und werde es dann zusammen mit etwas Nahtzugabe ausschneiden. Ausschneiden werde ich das Ganze dann mit 1 cm Nahtzugabe. Unten mache ich am Saum 5 cm, einfach damit ich noch ein bisschen Luft habe am Ende. Und ich finde auch, der Hose schadet es auch nicht, habe ich auch beim ersten Mal gemerkt, wenn sie etwas länger ist. Ich habe den selbstgemachten Stoff eben jetzt in den Stoffbruch gelegt und habe das da auch schon an die Kante ein bisschen gebügelt, damit es einfach gut hält. Einfach beachten, dass diese Nahtlinien sollten im 45-Grad-Winkel zum sonstigen Fadenlauf. Also ich habe jetzt hier diesen 45-Grad-Winkel zu dieser Linie und tue dann so die Hose anlegen zum Ausschneiden. Und dann eben, habe ich ja gesagt, 5 cm Abstand ungefähr. So. Und dann gerade. Jetzt werde ich das Ganze mal feststecken. Geraden Linien werde ich mit einem Cutter schneiden, nur hier die Kurve werde ich dann mit der Schere machen. Um die geraden Linien mit dem Cutter zu machen und eben einen schönen konstanten Abstand zu haben, ist so ein Quiltlineal einfach optimal. Wenn euch das Lineal interessiert, das gibt es immer bei uns auf dem Blog und ja, also wie gesagt, ich finde, das ist Gold wert. Die Herausforderung dabei ist dann eigentlich nur noch zu gucken, dass man nicht in die Tischdecke schneidet und beziehungsweise dass halt alles, was man cuttern will, auf der Matte liegt. Da ist dann natürlich schön, man hat eine möglichst große Matte. Nochmal mit eben nochmal einem Stück Stoff und mache genau das gleiche Teil nochmal. Ich werde jetzt zuallererst diese Naht hier schließen. Das ist quasi das Hosenbein. Natürlich links auf links, das heißt, ich werde das jetzt erstmal drehen. So. Ich werde das dann schön zusammenstecken und dann eben diese Naht mit dem 1 cm Nahtzugabe nähen und dann das Ganze bügeln und versäubern. Wenn ich es mit 1 cm Nahtzugabe habe, dann kann ich gerade immer füßchenbreit steppen. Das ist bei mir jetzt gerade 1 cm. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich nehme an, das wird bei den meisten gängigen Nähmaschinen so sein. Das Ganze jetzt gleich noch mit einem großen Zickzackstich vernähen. Und zwar habe ich eine Stichlänge von 3 und eine Stichbreite von 4,5. Man könnte es jetzt auch noch erst auf die Seite bügeln und so weiter, aber ich mache es heute auch einfach.
am anderen Hosenbein mache ich jetzt einfach nochmal genau das gleiche. So, ich habe jetzt beide Hosenbeine da eben gesteppt und werde jetzt eins wieder auf rechts drehen. Und dann, jetzt ist es so ein bisschen ein Trick bei einer Hose, ich musste mir das auch erstmal zeigen lassen, aber im Prinzip tut man jetzt eins, es ist wohl egal welches, in das andere reinstecken. So. Dann. Jetzt, ich mache jetzt die Naht auf die Naht und stecke das gleich schon mal fest. Und dann kann man das hier in einem Rutsch zusammennähen. Das ist dann quasi im Schritt. Und wenn das dann gemacht ist, dann werdet ihr sehen, das sieht schon fast dann aus wie eine Hose. Werde ich jetzt einfach gleich zusammen versäubern. So, sieht das jetzt schon aus. Wie gesagt, man kann schon die Hosenform etwas erkennen. Wir machen uns jetzt dran, oben noch den, ich nenne es jetzt mal den Bund dran zu nähen oder die Passe oder wie auch immer. Für die Passe oben habe ich jetzt nochmal ein extra Hemd, weil da muss ich nicht den Stoff nochmal so zusammenschneiden. Das mache ich jetzt in einer Farbe. Ich finde, das passt jetzt auch ganz gut dazu, deswegen so. Was ich brauche jetzt ein Stück, das quasi rundherum geht an der Hose und 38 cm Höhe hat. Das passt jetzt bei meinem Hemd gerade so, dass das, wenn ich jetzt hier an der Stelle hier gucke, so, dass das dann gerade so von Ende zu Ende passt. Und was mir jetzt nicht, wenn es nicht ganz passt, dann werde ich die Hose an den Rändern einfach ein bisschen abnehmen, weil sie ist ja eh sehr weit. Also ich mache das jetzt einfach, dass es dann so passt. So. Und von der Höhe eben 38 cm. Und das schneide ich mir jetzt zu. Ich werde jetzt ziemlich knapp und so gerade wie eben möglich diesen Saum vom Hemd unten abschneiden. Und dann soll das insgesamt 38 cm hoch sein, mit Nahtzugabe, zweimal sind es 40 cm. Das messe ich mir jetzt noch ab. Andersrum. Irgendwie. So, 40 cm. So, und dann wieder mit meinem Trickmarker und eine Linie hin. So, und das tue ich jetzt ein paar Mal eben so anzeigen und dann kann ich da eine Linie durchziehen. So, und jetzt werde ich da entlang wieder mit dem Cutter schneiden. Ihr seht, mit dem Cutter ist das eine super Sache, weil, naja, ich will es nicht sagen, aber relativ gerade. Ich habe jetzt so ein ganz großes rechteckiges Stück und das werde ich jetzt rechts auf rechts die Enden, also die kurzen Enden schließen. Dann habe ich so einen Schlauch. Also ich werde das jetzt hier nähen. Und ich werde die Naht auch wieder gleich versäubern. Was ich hier genäht habe, das wird jetzt meine hintere Mitte. Jetzt will ich noch gucken, wo die vordere Mitte ist. Dafür das einfach so falten quasi und dann da vorne, also
dann hier eine Nadel reinstecken, dann weiß ich, wo die Mitte ist. So. So. Das nächste ist, ich habe die Hose jetzt auf rechts gedreht und hier ist die linke Seite außen. Das heißt, wenn ich das jetzt ineinander stecke, dann fliegt rechts auf rechts. Das mache ich jetzt mal. Das ist bei mir jetzt vorne und jetzt werde ich das da ein bisschen reinlegen. So. Und diese vordere Mitte stecke ich jetzt hier auf die Naht vorne drauf. Das gleiche mache ich hinten, da weiß ich ja auch, da hier die Naht und die Naht, die kommen auch aufeinander. Jetzt sieht man hier einfach wieder, dass meine Hose innen drin letztendlich weiter ist als die Passe außen. Und jetzt habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich das machen, und ich habe ja schon gesagt, ich möchte ein bisschen Abnäher machen. Ich habe ganz am Anfang, als ich die Hose zugeschnitten habe, hier eine Falte gebügelt, quasi in der Mitte jedes jeweiligen Schnittteils. Stufbruch. Am Stoff. Am Stoffbruch habe ich die Falte hier. Und jetzt werde ich das feststecken und dann an der Falte letztendlich dann später beim Zusammennähen einfach dann das so weit einklappen, also nach innen, oder? Ja, nach innen einklappen, wie es dann eben nötig ist, dass es dann eben doch ineinander passt. Beim Zusammenstecken sieht man jetzt eben, dass das innen mehr Stoff ist als außen. Ich werde das jetzt einfach mal so anlegen, dann an dieser Falte so umklappen, dass es aufgeht. So. Und auf der anderen Seite genauso. Mal in die gleiche Richtung, gell? Also nach hinten oder nach vorne, je nachdem, wie es hast. Geht es auch wieder da zusammen. Dann dieser Falte, dann so. Nicht irritieren lassen von dieser Naht. Das hat nichts mit der Mitte oder irgendwas zu tun. Das sind einfach noch die alte Naht von dem Hemd, aus dem ich den Stoff genommen habe. Jetzt hier denke ich nochmal feststecken, weil es sonst zu sehr schwimmt. Und hier genauso. So, und dann ist da eben wieder diese eingebügelte Falte und die benutze ich jetzt dann wieder. Das heißt, da schlecht gesteckt, zu wenig Spielraum. So. Ich hoffe, das kann man jetzt gut erkennen, wie ich das gemacht habe. Das müsst ihr natürlich nur machen, wenn ihr alte Stoffe verwendet. Bei mir war es halt einfach so, dass dieses alte Hemd hatte jetzt einfach diese Breite, und wenn ich das hätte mehr haben wollen, hätte ich wieder ein Stück annähen müssen. Und letztendlich weiß ich, dass die Hose groß genug ist. Und ist jetzt im Prinzip, wenn ihr einen neuen Stoff kauft für das Projekt, dann könnt ihr euch diesen Schritt natürlich sparen. Dann würdet ihr das einfach genauso zuschneiden und zusammennähen, dass es passt. Wenn ich das mit der Falte jetzt nicht hätte, würde ich hintere Mitte anfangen nähen, rundherum nähen und dann da wieder rauskommen. Da ich jetzt mit den Falten ja vielleicht noch ein bisschen rumtricksen muss, werde ich jetzt hier anfangen zu nähen. Dann hinten rum. Und wenn ich dann hier bin und es kühl habe, ist es doch mehr oder weniger Stoff, dann habe ich hier noch ein bisschen Luft, was zu ändern. Also ich werde jetzt einmal mit einem geraden Stich rundherum nähen und danach versäubern. Komme ich jetzt eben an dieses eingeschlagene Stück. Nehme ich das mal raus und nähe da ganz vorsichtig drüber. Ja, genau. Das ist nämlich jetzt ein bisschen Falten geworfen, mit dem Fuß ein bisschen hoch, dass ich es wirklich gut erwische.
komme ich gleich wieder zu der Stelle, wo ich angefangen habe. Aber das mit dem, wie ich abgesteckt habe, das scheint jetzt irgendwie alles ganz gut so auszugehen. Noch ein bisschen näher dran. So, jetzt nehme ich das raus. Und dann gucke ich nochmal, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen mehr einschlagen möchte noch. Aber ich denke, so kommt das ganz gut. Jetzt mal ein bisschen das Problem, darüber zu kommen. So, jetzt bin ich rum. Jetzt noch vernähen. Und dann die Nähte versäubern. Ich habe jetzt hier oben 1 cm umgebügelt und werde das jetzt Ganze nochmal mit 10 cm hier abstecken und werde das dann auch nochmal umbügeln, damit ich dann später die Passe umnähen kann. Das jetzt erst feststecken bei 10 cm und dann umbügeln. Also ich habe jetzt wie gesagt hier 1 cm umgebügelt und hier sind das nochmal 10. Und nähen werde ich jetzt hier relativ nah an der Kante. Und das mache ich so. Ich habe an meiner Nähmaschine die Möglichkeit, entweder einen Geradstich machen, wo das in der Mitte läuft, oder auf einer Seite. Und wenn ich eben 0 einstelle hier bei der Stichbreite, dann ist die Nadel ganz links. Und ich habe es auf maximal, also 7 gestellt, dann ist sie ganz rechts. Man kann das hier etwas sehen. Ich stelle es nochmal zurück. Die Nadel wandert. Und ich stelle jetzt ganz nach rechts und werde dann eben auf Füßchenbreite steppen. Also. Ich habe es jetzt gerade falsch gesagt, die Nadel muss nicht ganz nach rechts, sondern ganz nach links. Und wie gesagt, ich kann das hier einstellen und stelle die jetzt ganz nach links. Und dann lasse ich diese Kante hier auf Füßchenbreite durchlaufen. Ich brauche jetzt noch einen Streifen, und zwar 1,85 m x 5 cm. Daraus wird dann ein Band genäht, mit dem man die Hose verschnürt. Ich habe jetzt hier bei dem Hemd eben noch ein bisschen Luft. Und zwar hier habe ich noch etwas mehr als 5 cm. Ich werde jetzt einen langen Streifen schneiden, 5 cm breit. Und dann aus diesem Rückenmittelstück eben noch dann die Verlängerung, wenn ich es zusammenkriege, noch hinzufügen. Falls mir das nicht reicht, dann habe ich hier noch die Ärmel des Hemdes, wo ich dann auch noch eventuell noch Verlängerung nehmen könnte. Ja, aber jetzt werde ich mir einfach noch ein Stück Stoff fabrizieren, 1,85 x 5 cm. So, ich habe jetzt das Band so verlängert, dass ich auf mindestens 1,85 m komme. Es ist im Moment noch länger, ich werde es dann am Ende noch zurückschneiden. Dann habe ich dieses 5 cm breite Band einmal in der Mitte gebügelt und dann die Ränder nochmal bis zur Mitte eingeschlagen und das ebenfalls gebügelt. Ganz wie bei einem, man es bei einem Schrägband machen würde, nur dass es eben jetzt kein schräg geschnittenes Band ist. Ich werde das jetzt zusammennähen und zwar werde ich hier an der Kante sehr dicht einfach mit dem geraden Stich das zusammennähen auf ganzer Länge. Die Enden werde ich jetzt gar nicht groß vernähen, sondern ich werde einfach einen Knoten reinmachen. Dann halt ein bisschen so vorziehen. Und auf der anderen Seite genauso. Ich werde jetzt die Mitte ermitteln, dazu lege ich die Enden aufeinander. Ich muss gerade so doppelt legen. Ja. Und stecke in die Mitte wieder eine Stecknadel. Das Band wird jetzt hinten auf einer Länge von 10 cm festgesteppt und zwar in dieser Naht, wo man die Passe umgenäht hat. Jetzt nehme ich mein Band, die Mitte habe ich markiert und stecke es quasi mit der Mitte auf diese Mitte hier. So. Das wird wieder ein ziemlich dicker Wulst, wo das festgenäht werden muss, aber es wird schon irgendwie gehen. Und dann 5 cm noch in jede Richtung. Also einmal bis hier. Und einmal bis hier. So, jetzt natürlich werde ich gerade von Nadel zu Nadel mit einem Geradstich feststeppen.
Und ich muss jetzt auch wieder vernähen. Das Band ist jetzt hier angenäht. Das ist jetzt gut. Wenn man das dann um die Hüfte rumbindet, dann wird die Passe hier darüber geschlagen. Das zeige ich euch nachher noch. So, die Hose wird jetzt nur noch unten gesäumt. Ich werde jetzt rundherum mit dem Zickzackstich versäubern. Und es dann, ich habe ja hier 5 cm Nahtzugabe, aber ich finde, dass die ein bisschen länger ist, ganz gut. Deswegen werde ich dann so 2 bis 3 cm hier umnähen. Einfach an beiden gleich. Ich habe schon überprüft hier, wenn man es hier hält, dass die Beine sind tatsächlich gleich lang. Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, müsste man das eben noch entsprechend berücksichtigen. Aber sauber gearbeitet und insofern passt das. So, die Hose ist jetzt fertig. Sie ist auch jetzt angenehm weit geworden. Klassischen sehr legerer Stil, aber ich finde es ganz cool und es ist einfach schön, es ist ein einfacher Schnitt, ein Nähanfänger kann es gut machen und der Stoffeinsatz ist, wenn man alte Hemden benutzt, einfach ja, bei null. Ich finde es ganz gut geworden, ich könnte mir vorstellen, dass ich die vielleicht im Sommer mal anziehe, wenn ich ins Freibad gehe oder sowas, also definitiv halt für so ganz Freizeitaktivitäten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert uns. Mehr Nähvideos könnt ihr auch noch hier auf der Playliste sehen oder unter dem Video. Ja, schreibt uns doch mal einen Kommentar, wie ihr das Projekt fandet. Und ja, und ob ihr euch auch schon mal so eine Bali-Fisherman's-Pants genäht habt. Es würde mich doch interessieren, wie euch die Hose gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!